Gibt sind mir. keiner Lightspawner mehr. Und der Battle Tower Golem ist auch nicht mit. Ach, das war ich. Und okay. Ja, ich erinnere mich düster. Ja. Da war ja was. Gut, dann gucke ich mal mich noch ein bisschen rum. Living Metal Helmet. So, nach da. So, ausprobieren müsste ich die Falle trotzdem mal. Die haben ja meine Spitzhacke nicht wiedergegeben. Ich bin besoffen. Na, wie kriege ich jetzt raus, ob das hier schon der letzte Floor ist und ob ich die Kiste öffnen darf? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ist die Decke voll oder nicht? Ja, ist die Decke komplett ausgefüllt oder nicht? Also wenn da irgendwo Löcher drin sind, dann darfst du noch öffnen, wenn nicht, dann solltest du es besser sein lassen. Aua. Oh scheiße, ich verhungere. Halt. Okay, hier sind noch Löcher drin, also kann ich da noch. Oh nice. Tja, die scheiß Entscheidung, was lasse ich hier? Mhm. Was brauche ich nicht mehr? Mist. Windgranaten? Braucht keiner. Guck mal, Bottle of Enchanting, die kann ich jetzt schon benutzen. Hab ich auch nicht mehr. So, die habe ich jetzt schon benutzt. Darf ich da mal hin? Danke. Was? Mein Schwert ist gleich kaputt. Nein, mein Schwert ist kaputt. Habe ich Holz dabei? Reichen für einen Test. Dann mache ich mir jetzt ein Diamantschwert. Glückwunsch zum Diamantschwert. Glückwunsch, dass du das Diamantschwert verloren hast. Also wir warten jetzt gespannt, dass dein Eins hinter deinem Namen steht. Doch. Nein. Das wird jetzt habe ich auch so die Tür kaputt gemacht. Das wird hoffentlich nicht passieren. Jetzt, noch nicht. Ja. Ich habe die Tür kaputt gemacht, Scheiße. Da habe ich viel zu viele Sticks. Wohin? Die Tür von denen zu uns. Egal. Ja. War nur deren Tür. Ach, dieses Materials und du, das brauche ich doch nicht. Ja, weg damit. Warum baut der Spitzhacke einfach mal die Tür ab? Viecher. Irgendwie lacht deswegen. Grad. Ich stell die Falle einfach wieder ein. Hä? Lack. Was mach ich denn hier? Wer fliegt hier schon wieder durch die Welt? Also wirklich. Alter, warum lacht das so? Geht momentan nicht. Ich weiß auch nicht. Also ich bin glaube ich der Übeltäter, weil ich bin eben ein bisschen ganz abweichend geflogen. Auch noch Löcher im Boden, sag mal, wie groß ist denn das Teil? Kann schon einige Etagen groß sein. Das war jetzt nicht so schlau, scheiße. Nein! Nein! Vielleicht doch nur eins. Zur Not spring aus dem Fenster, wenn da unten Wasser ist. Nee, ich grab mich gerade nach unten, weil das nach unten hin eine ist. Oh, die sind. Oha, das sind die besten Dungeons. Dennis. Ja, das ist halt ganz praktisch, weil ich eigentlich nicht reingehen muss. Ich grab mich halt an der Wand runter, weil ich ja so ein Cheater bin. Ja. Das kann ich hier lassen. Jetzt habe ich irgendwie so ein Poison Stuff. Aber du musst aufpassen, auf den verschiedenen Ebenen sind auch eigentlich recht gute Sachen. Vor allem auf den letzten drei. Ja, die hole ich mir alle, aber. Oha. Alter, warum ist es bei mir gerade so dunkel, obwohl hier Fackeln sind? Das hat sich ja ein bisschen, dieser Beleuchtungsbug, sag ich mal. Ja, jetzt geht's. Oh, das ist richtig gut. Das kannst du später, zum Beispiel, wenn das vollgeladen ist, ist es wahrscheinlich, wenn du es in der Kiste gefunden hast, mit einem Schwert craften und dann kannst du dich teleportieren. Nice.
Okay, ich würde die Falle gerne nochmal ein bisschen anders bauen. Da sind keine Löcher mehr im Boden, also... Ach, ja, Stopper! Sind hier wirklich keine Löcher mehr im Boden? Nein. Simon, hinter dir ist eine Sternschnuppe gelandet. Kontrolle, ja, Kontrolle. Ja. Keine Löcher im Boden. Dann Alter! Die Kiste nicht öffnen. Kann man nämlich... Nein! 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 Nein, ich sterbe! Ich sterbe! Nein! Ich hab doch die Kiste nicht geöffnet! Darfst du nicht mal abbauen oder so? Die liegen da noch wahrscheinlich. Und wenn du Pech hast, hat er die weggesprengt. Nein, jetzt bin ich bei Raki im Baumhaus. Du kannst dich doch... Fuck, Alter, wie weit bin ich weg? Viel zu weit, das sind 200 Blöcke oder so. Boah, ich hasse diese Spinnen. Ah, ein Block Holz würde mir reichen. Ich brauche noch einen Block Holz. Dieser Wichser. So. Jetzt bräuchte man natürlich noch die Granaten dafür, ne? Ja, dafür braucht man Schwarzpulver, Netherwarzen und Glowstone Dust. Glowstone, ja, ist eine Menge. 16 Stück, glaube ich, ein 64 Stück Dust. Voller Beschiss, ey, wie kann ich durch eine Wand sehen? Kriegt jemand ziemlich energisch. Alter! Ja. Scheiß Spinnen! Haben wir den Dust? Okay, dann mache ich mal ein paar neue. Ja, wir haben keinen Schwarzpulver mehr. Noch zwei sind. Guckt mal in meinen Kisten, weil da tue ich auch immer wieder was rein, was ich gerade so getoppt habe. 11 Stück habe ich hier, sehe ich hier. Was brauchen wir denn dafür? Warte. Wie kann jetzt die Lava die genau rein? TNT brauchen wir doch dafür. Achso, ja gut, Schwarzpulver für den Mist. Über verschiedene Schritte. Ja, das Glowing Water weiß ich, wie man das macht. Ja, dafür brauchen wir natürlich Schwarzpulver. Oh, ich raste aus, ich raste aus. Gold, das bisschen Mistgold, das haben wir. Okay, dann sammeln wir jetzt mal alles Schwarzpulver, was wir finden können. Genau, Schwarzpulver, Netherwarz und Glowstone. Jambalaya. Jambalaya. Gib gleich aufs Maul hier mit dem Viech, ey. Assi. Wenn wir dieses Buch wieder hätten, da könnten wir Schwarzpulver herstellen, aber... So, ich schwimme mal kurz ans Land. Ich habe jetzt schon wieder 37 Level, damit kann ich gleich wieder schön verzaubern. Wolltet ihr nicht eigentlich heute in Tests kommen? Markus? Ja. Ja, ich kann ihn mal kurz Skype anschreiben. Wartet. Also, ein Schwarzpulver hast du. Du kommst erst, dein Schatzi wartet. Oh, der Henne hat ja ganz schön viel Schwarzpulver gebunkert. Dein Schatz, die wartet. Ja, wenn ich noch meine Rucksäcke demnächst vielleicht irgendwo finde, vielleicht habe ich ihn auch irgendwo noch in der Kiste gehauen. Das wäre natürlich ein Troll für mich. Mann. Ja, ich habe jetzt, also hab jetzt erstmal schätzungsweise genug für, warte mal, kurz überschlagen. Für 8 heilige Handgranaten müsste ich jetzt genug. Ja, wenn man einmal dieser Prozess mit dem TNT bringt, 4 Granaten. So, gucken wir mal kurz. Das sind natürlich auch die ganzen empfohlen, sag ich schon. Bastions kaputt gegangen, ganzen. Bei ganz Gläser tot, ich bin noch nicht mal an meinem Haus. Hast du noch kein Bett? Nein. Wo hab ich die Netherwurzel? Wenn ich da jetzt hinkomme, dann ist sowieso alles verbrannt, ey. Das bringt doch nichts. Netherwarzen müssen doch noch in der Kiste sein. Ja, hab ich jetzt meine Koordinaten schon wieder.
Brauchen wir allerdings noch ein 64 Stack davon? Glaube ich schon. Jetzt bin ich auch noch falsch. Alter, nein, ich habe mich verlaufen. Haben natürlich nicht mehr so viel Glowstone. Egal. Was habe ich mich denn jetzt auch noch verlaufen? Glas brauche ich jetzt noch. Jetzt habe ich nur noch zwei Herzen. Aber das noch irgendwo. Guck's nach. Hier drin, ja, 11 Glas noch und ganz viele Ampullen eben. Ach so, okay, dann brauche ich nur ein paar von den Ampullen. Oder Regenspresse. Wer frisst da? Ne, Dennis? Ach so, hier hast du das ganze Gelumpe reingeräumt. Ich? Alles klar. Ne, du nicht. Bei mir ist das Gelumpe. So, mach mal 32 Stack. Blöd ist diese blöden Reagenzgläser immer so komisch stecken. So, jetzt muss ich kurz gucken, wo ich nach Hause. Was soll ich noch ein paar Tower machen? Ich weiß es nicht. Ich verbrate erstmal die Level. Dann gucke ich mal, wo ich noch was machen kann. So. 4 TNT und 4 davon. Doch. 8 Stück könnte ich jetzt machen. Knallhart an meinem Haus vorbeigelaufen. Du bist ein Profi, Dennis. Das haben wir natürlich noch nicht ausprobiert, ob man die Dinger auch wirklich damit werfen kann. Ja, dann probier's im Singleplayer. Müsste ich jetzt aber mal ganz kurz auslangen. Nee, dann mach's später. Lass erstmal so. Ja, lass uns erstmal so. Ja, er ist nicht sofort wieder vorbeigeschnitten. Nee, von denen war es fürs heute laut Skype. Aha. Könnte auch eine Finte sein. Ganz ehrlich. Dann werden sie hier nach demokratischen Verfahren aus. Slash Bann. Ja. Der nicht vorhandene Untergrund hat gebrochen. Mit der 1 hinterm Namen. Mann. Oh! Okay, wir haben 32 Stack. Oh. Das war doch ein paar mehr. Ich wusste nicht, dass das Ergebnis 4 bringt. Ich dachte, es geht nur eine. Ich müsste langsam mal mein Essen kochen, bevor ich es esse. Ja, 32 Stack heilige Handgranaten. Dann kann ich das eigentlich auch mal hier ausprobieren, ob man die damit werfen kann. Mein Gott, lass mich weg hier. So, hier. Achtung, Zündung. Ja. Man kann sie damit nicht werfen. Komme ich hier in letzter Sekunde kurz vor meinem Tod an. Da funktioniert das ja gar nicht, was ich vor. Ich hoffe, ich habe was zu essen in meiner Kiste. Ja, dann mache ich da. Pfeile haben wir aber auch nicht so viele, ne? Wovon? Pfeile. Aber die können doch aus dem Dispenser das Zeug einfach rausnehmen. Ja. Können sie auch, aber ich habe so gemacht, dass die Dispenser direkt die angucken und dass sie sofort auf die Druckplatte gehen und sofort geworfen wird. Das wäre scheiße. Kannst du Säure reinhauen? Säure? Ja, warte. Franz, ich hab was für dich. Was wäre? Oh, super. Dankeschön. Bitte. Die kannst du auch stacken. Nein, ich wollte das so machen. Und ich habe auch Diamanten mitgebracht. Ja, warte, ich sagte gleich 21 Stück. Und okay, die Granaten, die packe ich jetzt einfach mal mit. Die Säure, fermentiertes Spinnenauge, glitzernde Melone, Lowdust und dieses Splash-Serum. Ich habe das Splash-Serum habe ich natürlich. Ich habe 22 Enderperlen mitgebracht, aber keine Enderaugen gefunden. Das regt mich ein bisschen auf. Dafür brauchen wir nur Display Powder. Davon haben wir so viel, das reicht. Haben wir genug Rotz hier. Fermentierte Spinnenauge, glaube ich, wird das größte. Obwohl, nee. Und wir, Zucker haben wir, ja. Aber wir haben übrigens 10 Enderaugen, ne? Ja, die Perlen kannst du auch zum Teil mit hier rüberbringen und dann mit Blaze Powder. Ja, das haben wir natürlich kein Schwarzpulver mehr. Ach, weißt du was, das machen wir später. Das probieren wir erstmal im Singleplayer aus, was die effektivste Möglichkeit ist, jemanden so brutal wie möglich umzubringen. Rechts. Rechts. Nein, wir bleiben alle links. Ja, dann mache ich jetzt erstmal das Lager. Ich baue jetzt erstmal das Lagerende. Halt die Schnauze, Dennis. Ich geh da jetzt hin und bring dieses
Aluminium. Oh, was ist das denn da? Was? Weil eigentlich nur, wo ich jetzt hinkomme und dann nichts mehr ist, ne? Ich habe sogar für Franz was zum Einschmelzen mitgebracht. Habe ich gemacht. Kurz hier rein, hol mir noch ein Stäckchen Holz. Einmal ein bisschen erfolgreich und dann. Oh, keine Electric Essence getroppt, schade. Ja, habe ich ja auch. Ich habe Tower, Piratenschiffe. Was? So, mit Kabel soll ich die Rückwand machen, ne? Also das Ding steht auf jeden Fall noch. Der hat es noch nicht gesprengt. Aber ich werde sowieso wieder sterben, das kann ich euch jetzt schon sagen. Hast du den Rift Sword? Ja, habe ich. Nee, ja, wo ist denn die Dings nach grün? Die Tür nach... Ah ja, stimmt. Na ja, gut. Na Dreck, Alter. So, Dennis, was waren deine Koordinaten? 36, 61. Jetzt gerade minus 163, 294. Wow. Vielleicht auch gleich nicht mehr. Minus? Man weiß es nicht. 160. Und das andere war? 295. Okay, dann kannst du die anderen gleich ein bisschen langweilig hier und ihr wisst ja Bescheid. Ach, wenn dich teleportierst, musst du mit dem Y aufpassen. Nicht, dass du dich aus Versehen in den Stein oder irgendwo rein. Ja, das wird jetzt drei Koordinaten angeben. Ja, nein, ich habe mich doch über die Stadt, über die Dings. Ach so, na dann ist es egal. Dennis, da bei den angegebenen Koordinaten ist aber nichts und ich habe eine Exekutive Essence getroppt. Wo bist du denn jetzt? Sehe ich dich dahin? Nee, das ist ein Strauß. Achso, okay, das erklärt dann einiges. Bist du im Strauß? Ich bin bei so Sträußen gerade, ja. Ich guck gerade, ob ich dich irgendwo sehe, aber ich sehe deine. Ich bin jetzt momentan, jetzt bin ich auch wieder weg. 160. Komm raus. Was machen wir denn mal die Decke? So, ich bin bei 160. Und. Ja, minus ne? Ist ja. Und minus 294. Genau. Dann müsstest du. Direkt über dir sein. Aua, scheiß Leim. Ich seh dich nicht. Ich verarscht. Du bist unter mir. Bin jetzt gerade sogar nach oben gegangen, extra um dich zu suchen, aber. Nee. Warte mal, ich mach mal einen Relog vielleicht. Ja, manchmal sind die Spiele unsichtbar. Musst du auch aufpassen. Jetzt hat's. Feind anderes. Alter, hat er mich wieder woanders hingesetzt jetzt. Minus 146. Achso, 146. Ja, das macht ja nichts aus. Ich renne nur links rum. Das passt wohl. Minus 146. Das müsste ja dann hier irgendwo sein. Mach ich die Decke. Wenn ich mich nicht beeile, sind meine Sachen da unten gleich weg, dann sind die despawned. Wenn das nicht du bist bei einem ist. Tower. Ja, der geht in die Erde. Okay. Ich sehe auf jeden Fall auf der Karte, glaube ich, ein NPC-Dorf. Ja, das ist mein Dorf. Ist das nicht eigentlich bei RaQLP da? Das hier ja, noch, ja, doch. So. Du bist ganz falsch, glaube ich. Du bist. Ja, momentan bin ich bei minus 200 und minus 170. Nee, das ist eine Burg hier sogar, glaube ich. Ja. Ich gehe jetzt einfach runter. Ja, geh einfach mal. Ich suche noch ein bisschen. Wo ist denn der Tower? Bei welchen Koordinaten? Bei minus 160, 294. Da habe ich mich von hinten. Von der Wasserseite einfach runtergegraben. Minus 160 und minus 294.